Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt. Zusammen mit dem LS-Profi, mit dem Matthias, mit dem Chris und mit dem Günther. Moin, Herr Passant. Du bist so ein Passant. Grüezi, Servus. Grüezi, Servus. So, ich gehe jetzt wieder runter zum Herrn Kollegen. So, Herr Chris, was steht jetzt als nächstes an? Maschinenzimmerfahren. Ist die Ballenwickel-Dings auch von uns, gell? Nee, nur der Pöttinger-Wender, der ist von uns. Ah, okay, passt. Und Guni, jetzt den Spader hingestellt? Der Guni, da. Guni, wo hast du den Spader hingestellt? Ah, da hinten. Hinter dem, Silo, ja. Gesehen hab ich, ja hinter der großen Halle, hab ich ja so eine Art Schüttgutlage hin platziert. Da kannst du auch noch Sachen hinstellen, ist auch relativ lang. Schüttgutlage? Ja, ist ein Arsch-Lager halt. Jo, was haltet ihr von jetzt, bis jetzt vom LS22? Sag's mal was dazu. Alles. Ja, doch, kann man machen. Man merkt zwar, dass es noch sehr jung ist, das Game. Ja, für sich. Eieiei. Christi? Ja? Hier bei den Steinesammlern, ey. Warte mal, Wie dein Traktor einfach vorne so gefühlt schleifen tut, Alter. Ja, okay. Setz zurück. Ja. Die brauchen noch 300 Jahre, bis sie ihren Hof eingeräumt haben. Wir sind so gefühlt fertig. Ja, das macht er jetzt gerade in der Aufnahme von dem her. Halt, Gott. Mal eben eine Presse kaufen. Naja. Lenkung. Lenkung halt nicht. Ich bin gerade so im Shop, sehe nur, wie da eine voll spacken gegen sein Ding fährt. Krone, Case oder. Nicht Krone. New Holland, Case oder Kuhn? Was machst du jetzt, Presse? Ja. Warte kurz, ich schau mal dir mal kurz an. Also entweder, also ich wäre tatsächlich eigentlich fertig. New Holland, weil die ist echt schön eigentlich. Ich ehrlich. Ja, nimm mal von dir, die dir da gefällt. No. Nicht in USA Variante, weil das einfach nur Kotten ist. Wie schaut's mit Bubbeln aus? Brauchen wir sowas? Brauchen wir nicht. Keine Hackschnitzel oder so irgendwas? Nö. Okay, passt. Dann machen wir das nicht. Gedacht, man braucht für eine Produktion Hackschnitzel. Was brauchen wir noch für ein Ding auf dem Hof? Ballenwickelgerät. Such du aus, hier vorne. Ja, du bist gerade dort. Hä? Du wendest gerade. Also. Also ich merke, dass mein PC an die Grenzen geht. Deswegen muss ich, glaube ich, ein bisschen die Grafik runterschrauben. Ja, hast du die Grafik runtergeschraubt? Ein bisschen. Und sagt meinem PC irgendwann, wenn der Hof voll ist, nö. Was habt ihr so für Equipment? Sag's einmal. Wisst ihr gar nicht. TI. 32 GB Grafikspeicher, 1 TB SSD, i5 Prozessor, möchte wahrscheinlich bald auf den i7 aufstocken. Problem ist, sind scheiße teuer, die Wichser. Können die mal fest und leer anrufen? Ja. Es ist nicht produktiv. Doch, normal. Häng deinen Frontlader an. Und hol das Frontlader-Equipment. Und was hat da Günni für Grafikkarten? Ich würde es essen. Ja, ich bin schon wieder am Mampfen. Eine 750 GT. Mampf. Ich glaube 8 GB. Mampf. Doch, 8 GB RAM. Mampf. Ja, sehr leise.
Mampf. Ja. Wollen wir zwei Stichhelder oder eins? Zwei, oder? Zwei, bitte. Aber den mit Knick vorhin. Ja, ja. Also der Chris hat die gleiche Grafikkarten, was ich gehabt habe, bevor ich aufgerüstet habe, meinen ganzen PC. Also ganz und komplett nein. Und ja. Ich bin momentan eigentlich ganz zufrieden. Ja, meiner reicht auch jetzt genug, glaube ich. Was hast du, 2070, ne? 3060 Ventus Edition mit 12 GB und dann Ryzen. Ja, Digga. Ryzen 9 3900X mit Wasserkühlung, also I.O., nicht Dings. Dann 32 GB Arbeitsspeicher, 750 Watt Netzteil. Perfekt. Warum kann ich das jetzt nicht ankuppeln? Ah, jetzt. Wer kauft denn jetzt ein Auto? Ich. Aber was ist mit dir los? Was willst du da hinten aufladen? Vielleicht von Honig oder so. Ah, oder ja, das ist eine gute Idee. Ich bin schon weg, warte kurz. Ich suche mir meinen Weg, ich schlänge mich da durch. Also mir macht es jetzt schon Spaß, das Projekt, muss ich sagen. Obwohl wir erst jetzt aufräumen da, aber naja, oder halt. Aha. Aufrüsten. Wir könnten dann eigentlich rein theoretisch brauchen wir dann noch ein paar Anhänger. Telelader, was nehmen wir für einen? Jungs. Irgendeiner, der gut ist. Die Holland oder JCB? JCB, oder? JCB, ja. Mach voll den wieder. Der hört man einfach nur so Mumpf. Ah! Mumpf. Ja, was gibt's denn Schönes zum Essen? Brötchen. Ah, jetzt habe ich wieder Hunger. Nicht mal belegt, Junge. Einfach blank. Es hat geleckt. Blank wie die Seele, Junge. So, Schaufel. Da liegt ein Gewicht. Ich weiß. Paletten. Ja, was ist mit dir? Du bist echt. Hallo, nicht besteigen da. Hallo. Das ist nicht FSK 18 da. Das da. Ja. Du meinst das ist. Na ne? Dann. Ja, hier. Ciao! Jetzt wirst du weggehen. Alter, ich glaub, der hat wirklich einen Befummlungsfetisch. Ja, hat er. Das hat jetzt nicht gesagt. Stimmt, wir bauen eine Spritze und Dünger. Und ein Güllefass. Ich kaufe ein Güllefass. Was für eins? Ein bisschen lang. 18 Kubik so. Was sagst du von den Fliegel BFW? Wie habe ich das jetzt geschafft, bitte? Weiß ich nicht. Steh! Fliegel BFW. Ja. 18.000 Bugsline ja. Plus. Ja, sieht gut aus. Komm. Und ich mag stehen, oder gut. Wir brauchen dann noch einen Pflegeschlepper, fällt mir ganz auf. Meep. Oh nee, nicht die hässlichen Felgen, Digi. Alter, ich muss mal gleich nochmal rejoinen. Boy. FPS sagen relativ scheiße. Was sagen deine FPS? Weiß ich gerade nicht, aber auf 12, 13 am Händler. Ich bin mal bei 30 auf dem Hof, wenn ich die ganzen Maschinen render. Also ich hab uns mal einen kleinen Plattformwagen gekauft, ne Jungs?
Mhm. Ja. Irgendwas ist mit meiner Bremse kaputt, Alter. Wenn ich bremse oder nichts mache an den Pedalen, macht meine Pedale bremsen in-game in so. Pss, 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 pss. Wie soll ich mit denen hinstellen? Warte mal. Weißt du? Das ist nicht unserer. Warum gelbe, grüne Felgen? Wer hat grüne Felgen? So gute Fass. Junge. Ich spaß halt perfekt. Ja, mit dem fährst du aber, du dir irgendwie, sag's dir. Ist mir wurscht. Scheiße, was? Ich hab vergessen. Auch mal einen kleinen Traktor, irgendwie so 150 PS oder so, mit Spritzen Kombination. Ja, lass extra so einen machen, würde ich sagen. Ja. Ich schau mal kurz. Kompakt. Na, den C-Teuer werden wir nicht nehmen. Ich hab vergessen zu duschen. Scheiße. Wegen der Aufnahme. Ich wollte eigentlich heute auch noch. Egal. Ja. Oh, morgen. Warte. Heizung sollte eigentlich noch laufen. Wie lange machen wir eigentlich noch? Oder? Die Folge noch fertig, also 6 Minuten noch. Wenn dann immer dann Ende der Show oder was? Ich glaub schon. Keine Ahnung, ich finde da nichts Geiles. Da ist so ein Bührer, kannst du kaufen. Mit 100 PS. Hä, war eh geil als Hofschlepper. Ja, keine Ahnung, irgendwie so schon 300 oder so. Bei uns Geld haben wir ja noch. Ich geh mal zum LS-Profi kurz was fragen. Ja, ich kauf dann dabei mal den 300er. Grüezi miteinander! Grüß dich, du Passant! Ah ja. Kurze Frage. Ja, Alter, wenn es um die Rüben geht, kannst du wieder runter in deinen Hof gehen? Nein, es geht nichts um die Rüben, es geht um rein YouTube-technisches was. Und zwar, die Folge noch fertig oder willst du noch ein paar Folgen aufnehmen? Die hier und dann noch eine und dann ist Ende. Ah, okay, passt. Ende im Schlende. Warum jo. Sagt Nadi, du sollst kommen oder was? Richtig, extra. Die Folge noch fertig und dann noch eine, hat er gesagt. Mm. Was kommt jetzt an? Oh, der hat einen geilen Sound, Alter. Mhm. Chrissy? Ja? Frage. Da wir noch so viel Kohle haben. Häcksler, ja, nein. Kommt drauf an, was es für einen gibt. Fendt Katana oder so. Also, ja, das wollte ich gerade sagen, Fendt Katana. Also ja, dann wär's hier, oder? Mit extra lang im Rohr, bitte. Ja, das hab ich. Das wäre noch geil. Ja? Der 300er mit der Spritze steht am. Ja, warte, ich stelle meinen noch irgendwo hin. Dann. Dann komm ich. Also, dann verkaufe ich das ganze Hexe-Zeug, wo wir momentan haben, und kaufe einen Hexer mit 7, 9 Meter Schneidwerk. Mhm. Was hast du jetzt für ein mit Spritze gemacht? Ah, den 300. Ja, 300. Oh, noch Wasserfass. Ja, für die Gewächshäuser. Ja. Und dann halt ein bisschen Wasser-Milchfass. Oder beides halt. Ja, so komm, wir Wasser nehmen und eins für Milchfass. Milch. Ja. Dann kaufe ich dir direkt am Händler. Jo, zweimal, ne? Die 8 Kubik. Hä?
So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne einen netten Kommentar. Schaut gerne zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.